Sie hören den Kurier. Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Fast fühlt man sich in das Jahr 2015 erinnert. Ab Donnerstag, 0 Uhr, führt Österreich wieder Grenzkontrollen zum Nachbarland Slowakei ein. Das hat Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP am Mittwochmorgen angekündigt. Warum er das tut und was Grenzkontrollen gegen Schlepperei anrichten können, schauen wir uns heute genauer an. Es ist Mittwoch, der 28. September. Mein Name ist Jana Dauer und ich begrüße euch zum Daily Podcast des Kurier. Es ist notwendig, dass wir reagieren, bevor die Schlepper reagieren. Das heißt, wir müssen auch Richtung slowakische Grenze beginnen zu kontrollieren. Es werden also wieder Grenzen zur Slowakei kontrolliert. Diese Entscheidung wurde schnell getroffen. Denn nur kurz vorher, nämlich erst am Montag, hat Tschechien angekündigt, seine Grenzkontrollen zur Slowakei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wieder zu aktivieren. Und Österreich ist kurzerhand nachgezogen. Diese jetzt wieder eingeführten Kontrollen werden vorerst auf 10 Tage beschränkt. Als Grund für die Kontrollen nennt Kahner, dass Österreich durch die Grenzkontrollen in Tschechien als mögliche Ausweichroute für Schlepper genutzt werden könne. Und darauf müsse Österreich reagieren, so der Innenminister. Die österreichisch-slowakischen Kontrollen würden den Schengen-Bestimmungen entsprechen, hat Kahner bereits vorsorglich erklärt. Und dass die Polizei schwerpunktmäßig auf 11 Grenzübergängen kontrollieren wird. Ähnliche Grenzkontrollen finden bereits seit 2015 an den österreichischen Grenzen zu Slowenien und Ungarn statt. Für Kahner ist es ein Faktum, dass die meisten bisherigen Schlepperrouten über die burgenländisch-österreichische Grenze führe, wie er Mittwoch im Ö1-Morgenmagazin erläutert hat. In einer Aussendung des Innenministeriums wird Kahner wie folgt zitiert. Wir haben bereits an der Grenze zu Ungarn und zu Slowenien umfangreiche Maßnahmen gesetzt, sagt er. Jetzt wird die Polizei auch an der Grenze zur Slowakei kontrollieren. Wir müssen schneller sein als die Schlepper. Schwerpunkt bleibt die Bekämpfung der organisierten Schlepperkriminalität. So der Innenminister. Ein Faktum ist auch, dass immer wieder Schlepperfahrzeuge in Verkehrsunfälle verwickelt sind, in deren Ladeflächen Menschen zusammengepfercht wurden. Zuletzt war am 18. September der Fahrer eines Schlepperfahrzeugs im Burgenland auf der Flucht von einer polizeilichen Kontrolle gegen einen Baum gerast. 16 Personen wurden verletzt. Immer wieder werden auch Schlepperfahrzeuge aufgegriffen, in dessen Ladefläche verletzte und tote Menschen gefunden werden. Sie sind teilweise gefährlich dehydriert, manche ersticken. Im Herbst mehren sich für gewöhnlich die Aufgriffe, weil Menschen die schwierige Reise versuchen möchten, bevor sie durch den Winter zusätzlich erschwert wird oder gar verunmöglicht wird, erklären Experten. Daher möchte Kahner abschrecken, wie er selbst sagt. Durch die Kontrollen sollen die Schlepper abgeschreckt werden. Durch die im August vorgestellte Anti-Marketing-Kampagne sollen Menschen, die keine oder kaum Chancen auf Asyl in Österreich haben, durch gezielte Informationskampagnen in ihren Herkunftsländern abgeschreckt werden. Die Botschaft: Ein Asylstatus in Österreich ist aussichtslos. Nach Angaben des Innenministeriums sind von Jänner bis August 2022 56.149 Asylanträge in Österreich gestellt worden. Das bedeutet eine Steigerung zum Vergleichszeitraum des Vorjahres von 195%. Die meisten Anträge kämen derzeit von indischen Staatsangehörigen. Überhaupt gäbe es immer mehr Asylanträge von Menschen, die aufgrund ihres Herkunftslandes keine Chance auf Asyl hätten, etwa Personen aus Indien, Pakistan, Marokko oder Tunesien, heißt es aus dem Innenministerium. Gleichzeitig aber steigen die Zahlen der Menschen in der Grundversorgung nicht, mit Ausnahme der Vertriebenen aus der Ukraine. Viele Menschen stellen aktuell erst einen Asylantrag, wenn sie aufgegriffen werden, verfolgen diesen aber nicht weiter, weil sie ohnehin in andere Länder weiterreisen wollen. Das erklären zumindest viele Experten. Gibt es dann überhaupt ein Asylproblem in Österreich, wie von der ÖVP immer wieder kolportiert? Gerhard Kahner gilt als Hardliner bei Asylthemen. Zuletzt sprach er vom Migrationsdruck in Österreich und davon, dass das österreichische Asylsystem an der Grenze seiner Belastbarkeit sei. Es ist indes nichts Neues, dass die ÖVP immer wieder das Thema Migration und Asyl und ein scheinbares überlastetes System auf den Tisch bringt, vor allem dann, wenn die Umfragewerte der ÖVP nicht gerade rosig sind. Aber ist das österreichische Asylsystem überlastet und resultiert das aus Schlepperei? Haben wir aktuell in Österreich ein, unter Anführungszeichen, Flüchtlingsproblem? Wieso kommen Menschen aus Indien aktuell vermehrt nach Österreich und können Grenzkontrollen das Schlepperunwesen überhaupt effektiv unterbinden? Diese Frage bespreche ich jetzt mit Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Frau Kohlenberger, Sie sind Migrationsforscherin an der WU Wien und befassen sich mit Fragen der Flucht, Fluchtrouten und Asyl in Österreich.
Wie groß ist das besagte Schleppereiproblem in Österreich? Also ich glaube, es gibt jetzt einige Themen, die gerade zusammenkommen bei der Frage der irregulären Migration nach Österreich, oder streng genommen müsste man richtigerweise sagen, durch Österreich hindurch, weil was wir wahrnehmen ist, dass sehr viele Menschen, die in Österreich ankommen, nicht im Land bleiben, sondern weiterreisen. Das ist ein Versatzstück. Die zweite Frage, die sich da zeigt, ist auch, wie werden wir zunehmend umgehen mit Fluchtbewegungen, die sich am Horizont abzeichnen, wie zum Beispiel russische Deserteure. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und dann natürlich, welchen Effekt hat denn diese vermehrte Grenzkontrolle, auf die man in den letzten Monaten gesetzt hat, tatsächlich auf Aufgriffszahlen und somit auch auf Antragszahlen und in letzter Konsequenz auch auf die Schlepperei. Ich sage immer so, verstärkte Grenzkontrolle und auch verschärfte Grenzrhetorik führt eben auch zu mehr Stress an den Grenzen. Was heißt es genau, Stress an den Grenzen? Was bedeutet das? Ja, das sieht man dann zum Beispiel in Vorfällen mit Schlepperfahrzeugen, wo es ja zuletzt auch Unfälle gab, im Burgenland zum Beispiel, die Tatsache, dass immer größere Schleppereiaktivitäten aufgedeckt werden, weil es auch eine Art Signal ist. Wenn ganz klar signalisiert wird, wir werden in Zukunft noch stärker die Grenzen kontrollieren, dann kann das auch zu einer Art Jetzt-oder-Nie-Effekt führen. Das heißt, die Menschen wissen, bald wird ein Durchkommen über die grüne Grenze gar nicht mehr möglich sein, dann versuche ich es jetzt eben noch. Das kann man vielleicht vergleichen mit so ein bisschen diesem Lockdown-Effekt. Bevor der Lockdown kommt, gehen alle noch einmal auf die Marienhilfer-Straße. Und tatsächlich zeigen sich solche Art von Substitutionseffekten oder unintendierten Sekundärinfekten sehr, sehr häufig bei der versuchten Migrationssteuerung. Unintendierte Sekundareffekte, was genau bedeutet das? Ja, das sind im Grunde Nebeneffekte, die man nicht im Blick hatte. Man will ja mit den Grenzkontrollen verhindern, dass Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus nach Österreich kommen oder durch Österreich durchgehen. Das kann aber dazu führen, dass wenn Menschen wissen, auf der einen Grenze wird kontrolliert, dass sie auf einen anderen Grenzübergang ausweichen oder dass wenn sie wissen, ab übermorgen wird kontrolliert, dann versuche ich es heute noch. Und das wären solche Effekte, die tatsächlich auch empirisch in der Forschung gut nachgewiesen sind. Was erwarten Sie jetzt? Die Grenzkontrollen beginnen heute um Mitternacht. Dieser Lockdown-Effekt kann ja sich dann nicht mehr so schnell einstellen. Also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Effekte, die möglich sind. Es ist natürlich möglich, dass Schlepper beziehungsweise einfach Migranten auf andere Routen ausweichen. Also das wären klassische Ausweicheffekte. Es wird auch die Frage sein, was hat das denn innerhalb der Europäischen Union für weitere Konsequenzen zur Folge? Das kann natürlich auch einen Dominoeffekt auslösen, wenn man die eine Grenze schließt, die ja eigentlich innerhalb der Europäischen Union offen sein sollte. Was bedeutet das dann für andere Übergänge? Und man muss schon sagen, es ist eine Art offenes Geheimnis, dass man ja gegen Osten hin die Grenzen immer sehr stark kontrolliert und gegen Westen hin, wenn die Schutzsuchenden, die Migranten vermeintlich wieder ausreisen, viele von ihnen betrachten ja Österreich auch als Transitland, dass man da eben nicht mehr so genau hinschaut und nicht kontrolliert. Ich würde jetzt nicht von einer Politik des Durchwinkens sprechen, das haben wir zurzeit sicher nicht, aber natürlich gibt es eine unterschiedlich starke Form der Grenzkontrolle und Grenzrhetorik, je nachdem, ob es sich um Grenzübergänge im Osten oder im Westen handelt. Jetzt hat Innenminister Kahner vor allem bei den heutigen Aussagen auf das Thema der Schlepperei und die Ausweichrouten angesprochen. Jetzt nochmal ganz kurz die Frage, so wie es dargestellt wird politisch, gibt es in Österreich ein Schleppereiproblem? Also in Österreich ein Schleppereiproblem würde ich überhaupt nicht sagen, weil natürlich die Schlepper nicht aus Österreich direkt herauskommen und Österreich vor allem auch als Transitland zurzeit betrachten. Ich glaube, die hintergeordnete Frage ist eher, wie gehen wir derzeit mit gezwungener Migration, mit Fluchtmigration oder auch mit sogenannter irregulärer Migration um. Da haben wir eigentlich taugliche Instrumente und da ist auch der rechtliche Rahmen klar. Der Grund aber, warum jetzt sehr, sehr viele Menschen, und das muss man auch offen sagen, auf die Asylschiene ausweichen, weil es ist tatsächlich so, dass Menschen aus Indien sehr geringe Chancen in den meisten Fällen haben, Asyl gewährt zu bekommen. Der Grund ist aber, warum sie diesen Weg wählen, weil sie keine anderen Wege zur legalen Einreise oder auch nur zur legalen Durchreise haben. Und tatsächlich würde ich nicht sagen, wir haben ein Asylproblem, sondern wir haben eher ein Migrationsproblem, weil wir kaum tägliche oder gut differenzierte Migrationsinstrumente, Migrationswege anbieten. Welche sicheren und legalen Wege gibt es jetzt und welche sollten geschaffen werden oder optimiert werden?
Das ist je nachdem, aus welchen Gründen die Menschen zu uns kommen. Es gibt natürlich weiterhin die offene Frage der legalen Fluchtmöglichkeiten. Resettlement zum Beispiel ist da eine sehr taugliche Antwort, die auch bis vor kurzem in den Regierungsprogrammen der unterschiedlichen Koalitionen festgeschrieben war, bis auf die jetzige. Aber wie gesagt, das eigentliche Problem sehe ich eher in puncto Arbeitsmigration, weil jetzt zunehmend die Länder auch in Westeuropa ja vor einem veritablen Arbeitskräftemangel stehen und darauf reagieren zum Beispiel Migranten, die aus Indien, Tunesien oder aus anderen Ländern kommen. Denen bietet man aber keine guten Möglichkeiten zur Einreise. Was in weiterer Konsequenz auch bedeutet, wenn sie dann im Zielland angekommen sind, und das ist wie gesagt selten Österreich, dann sind sie dort meistens schwarz beschäftigt und gar nicht registriert. Und dann sind wir wieder im Bereich der Arbeitsausbeutung mit den vielen Problemen, die damit einhergehen. Mhm. Auch Österreich hat ja einen Personalmangel. Dafür dient die Rot-Weiß-Rot-Karte. Ist das kein ausreichendes Mittel? Nein, deshalb nicht, weil die Rot-Weiß-Rot-Karte noch immer relativ hohe Standards verlangt, die Menschen nicht immer erfüllen können, was Qualifikationen, was auch Anerkennung von Qualifikationen betrifft. Das ist für den niedrig- und niedrigst qualifizierten Bereich, wo es auch einen Arbeitskräftemangel gibt, nicht immer ein taugliches Instrument. Und tatsächlich ist es so, dass natürlich auch zunehmend geflüchtete Menschen als Arbeitskräfte nachgefragt werden. Auf der anderen Seite werden sie aber entweder abgeschoben oder sind weiterhin in noch sehr langen Verfahren festgehalten. Ich glaube, man muss sich zunehmend auch mit diesen ganzen Herausforderungen am Horizont trauen, diese zwei Bereiche, die legale Migration, die Arbeitsmigration und die Fluchtmigration, sich diese zusammenzudenken, dass man das auch wirklich als kommunizierende Gefäße sieht, die sie ja tatsächlich sind. Im Sommer ist ein neues Phänomen aufgekommen, dass die Asylantragszahlen vor allem von einer Gruppe gestellt wurden, und zwar von Menschen aus Indien. Das ist für Österreich recht neu. Wie kommt es dazu? Wieso kommen so viele Menschen aus Indien jetzt nach Österreich? Beziehungsweise wieso stellen viele Menschen aus Indien in Österreich Asylanträge? Diese Menschen haben in den meisten Fällen tatsächlich keine Aussicht auf Asyl, wobei man sagen muss, Asyl ist immer Einzelfallprüfung. Es handelt sich vor allem um Menschen, die auf den starken Arbeitskräftebedarf in Westeuropa reagieren, zum Beispiel in Italien, Spanien, auch in Deutschland, wo etwa in der Erntehilfe oder in anderen eher niedrig qualifizierten Sektoren nach Arbeitskräften gesucht wird. Und diese Menschen, zum Beispiel aus Indien, antworten auf diesen Bedarf. Es gibt aber eben keine guten und tauglichen Einreisemöglichkeiten für sie. Das heißt, das sind in den häufigsten Fällen tatsächlich Arbeitsmigranten, die auch Arbeit finden in Europa. Aber wenn sie eben von der Grenzpolizei aufgegriffen werden, weil sie ohne gültigen Aufenthaltstitel nach Österreich einreisen, dann bleibt ihnen quasi nichts anderes übrig, als einen Asylantrag zu stellen, weil ansonsten werden sie sofort wieder abgeschoben. Viele dieser Menschen wenden sich ja auch an Schlepper bzw. schenken ihr Vertrauen Schleppern, die teilweise bewaffnet sind und kriminell. In welche Lage begeben sich Menschen, die sich Schleppern anvertrauen? Ja, es verdeutlicht ja schon auch, wie Sie es jetzt dargestellt haben, diese hohen Risiken, damit einhergehen, und auch die hohen Summen. Also da verschuldet sich meistens nicht nur die Einzelperson, sondern die gesamte Familie, um diese Reise zu ermöglichen. Das verdeutlicht ja schon, wie alternativlos dieser Weg ist. Wenn ich günstigere oder sicherere Wege zur Verfügung hätte, dann würde ich ja nicht auf Schlepper zurückgreifen müssen. Also das geschieht sehr häufig aus einer Zwangssituation heraus, aus einer Alternativlosigkeit heraus. Das könnte man unterbinden, indem man legale Einreisemöglichkeiten bietet, wenn auch zum Beispiel nur für Zeit. Also auch temporäre Migrationsprogramme wären ein Versatzstück, um einfach auch eine Reform des Migrationssystems voranzutreiben. Ich glaube, man muss aber auch sich vor Augen halten, dass jetzt Schlepperei nicht immer eine organisierte und hochprofessionelle Form der Kriminalität darstellt, sondern wir wissen aus der Forschung, und das ist wirklich langjährige Forschung, dass die Grenze zwischen schutzsuchenden Migranten auf der einen Seite und Schleppern auf der anderen Seite oft eine fließende ist. Also viele Migranten werden gezwungenermaßen selbst zu schleppern, weil sie sich einen Teil des Weges damit verdienen wollen. Und das ist sehr häufig auch aus einer gewissen Zwangssituation heraus und nicht unbedingt von absoluter Freiwilligkeit oder gar krimineller Energie getragen. Mhm. Dabei wird im Innenministerium wahrscheinlich weniger, zumindest nicht nach außen hin, unterschieden zwischen jenen, die dazu gezwungen werden, und jenen, die es organisiert machen. Welche Strategien empfiehlt denn die Wissenschaft gegen die jetzt kriminelle Schlepperei?
Also aus der Wissenschaft ist klar, dass wir diversifizierte, also ganz unterschiedliche, tauglichere und miteinander kommunizierende Einreiseoptionen brauchen. Da ist die humanitäre Schiene über Asyl eine von vielen. Da braucht es aber weitere Möglichkeiten, um auf den verstärkten Arbeitskräftebedarf in Westeuropa zu reagieren. Da braucht es Möglichkeiten, damit Menschen relativ niederschwellig, vielleicht auch nur auf Zeit, also temporär einreisen können. Man müsste das ganze System anders gestalten, durchlässig zwischen den einzelnen Einreisekategorien und auch verstärkt auf ein Phänomen reagieren, das wir zunehmend wahrnehmen, wenn es um Migration aus dem globalen Süden geht, die sogenannte gemischte Migration, wo wir sehen, Flucht- und Migrationsgründe gehen häufig ineinander über, sind nicht klar voneinander zu trennen. Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit sind oft fließend und nicht klar trennbare Kategorien. Und dafür haben wir kaum taugliche Antworten, was jetzt Migrationskategorien betrifft. Mhm. Aber das bedeutet jetzt, so wie ich Sie verstanden habe, dass Sie durch diese Grenzkontrollen eigentlich teilweise negative Effekte durch eben eine Abweichung der Routen sehen, aber jetzt keinen gewinnbaren Kampf gegen die Schlepperei. Also Grenzkontrollen führen mal auf der einen Seite zum paradoxen Effekt, dass dadurch die Asylantragszahlen nicht sinken, sondern steigen. Also wenn man sozusagen Migration gegen Null bringen will, dann ist das nicht vordergründig das beste Instrument dafür, weil mehr Aufgriffe führen auch zu mehr Anträgen, obwohl die Leute dann, und das sehen wir anhand der Grundversorgungszahlen, in vielen Fällen sogar weiterwandern, aber sie scheinen zumindest mal einmal in der Asylstatistik auf, auch wenn sie den Ausgang des Verfahrens gar nicht abwarten. Das ist so der eine Effekt von verstärkten Grenzkontrollen. Was den Kampf gegen Schlepperei betrifft, ich glaube, eine nachhaltige Antwort kann eben nur sein, Alternativen anzubieten, damit Menschen nicht mehr auf die Hilfe von Schleppern zurückgreifen müssen. Grenzkontrollen, und ich verwende da jetzt eine häufige Metapher, das ist ein bisschen so, wie wenn man eine 50 Meter hohe Leiter baut, dann macht man es den, eine 50 Meter hohe Mauer baut, dann macht man es den Leuten sehr, sehr schwer. Aber was dann die Leute, die tatsächlich unbedingt einreisen wollen, tun, ist, sie bauen sich selber eine 51 Meter hohe Leiter, um drüber zu kraxeln. Durch verstärkte Grenzkontrolle wird die Einreise immer gefährlicher und immer teurer, weil man über immer schwierigere Wege ausweichen muss, über immer weitere Distanzen ausweichen muss. Aber Menschen versuchen es, und das zeigt ja die Erfahrung der letzten Jahre seit 2015, sie versuchen es trotzdem immer und immer wieder. Ich glaube, das müsste auch ein Learning sein, weil seit 2015 hat man ja in der Migrations- und Asylpolitik im Grunde nichts anderes getan, als auf verstärkte Kontrolle zu setzen, verstärkte Abschottung, verstärkte Abschreckung. Und der Effekt, den sehen wir jetzt im Jahr 2022, der Effekt war nicht der gewünschte, nämlich dass die Menschen nicht mehr über ihre regulären Wege kommen. Im Gegenteil, wir fahren diese Strategie weiter, obwohl sie ja jetzt bewiesen hat, dass sie eigentlich nicht tauglich ist, um zum Beispiel das Schlepperwesen nachhaltig zu unterbinden. Jetzt ist auch diese jetzige Grenzkontrolle zur Slowakei auf 10 Tage vorerst beschränkt. Wieso? Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Man will wahrscheinlich mal schauen, was dann die Effekte sind, also wozu das in weiterer Konsequenz führt. Man muss natürlich gerade im europäischen Raum, im Schengen-Raum sehr vorsichtig mit Grenzkontrollen und Grenzschließungen umgehen. Das ist ein höchst sensibler Bereich, europarechtlich gesprochen. Insofern finde ich sinnvoll, dass man das von Anfang an befristet hat. Ich vermute, dass man das einfach auch evaluieren wird, oder ich würde mir wünschen, dass man das evaluiert, zu welchen Effekten denn das tatsächlich geführt hat. Innenminister Kahner hat Anfang August auch eine Antimigrationskampagne angekündigt. Die soll in den Herkunftsländern darüber informieren, dass viele Menschen eben keine Chance auf Asyl in Österreich haben. Das ist ja bereits von seinen Vorgängern auch versucht worden. Wie effektiv finden denn Sie so ein Vorgehen? Ja, ich kann mich da auf den Stand der Forschung berufen, und da zeigt sich leider sehr klar, dass bislang keine empirische Evidenz für die Wirksamkeit solcher Kampagnen vorliegt. Also es haben sich zahlreiche Studien schon damit befasst und versucht, das zu evaluieren. Aber bisher konnte kein wirklicher Effekt solcher Kampagnen festgestellt werden. Ich finde auch ein bisschen schwierig, weil solche Kampagnen natürlich suggerieren, dass die Leute nicht wüssten, wie gefährlich der Weg über irreguläre Routen nach Europa ist. Die wissen das sehr genau, und trotzdem greifen sie auf diese Routen zurück, eben weil sie keine Alternativen haben. Ich glaube, man sollte nicht so blauäugig sein, dass es den Menschen am Wissen fehlt über die Gefährlichkeit und die Risiken dieses Vorhabens, sondern es fehlt ihnen an Alternativen.
den Einreisewunsch in die Tat umzusetzen. Und es fehlt natürlich auch an nachhaltigen Lösungen in den jeweiligen Herkunftsregionen. Mhm. Sie haben es vorher schon erwähnt, in Österreich steigen zwar die Asylantragszahlen, aber die Zahlen der Menschen in Grundversorgung, das heißt Menschen, die hier in Österreich bleiben, steigt nicht. Die Politik ist sich darüber uneins, deswegen die Frage an Sie, hat Österreich derzeit ein Flüchtlingsproblem? Ich glaube, das kann man mit einem klaren Nein beantworten. Was wir aber schon haben, ist eigentlich ein Migrationsproblem, weil ja hier sehr viele Menschen auf die Asylschiene ausweichen, die eigentlich andere Formen der legalen Einreise benötigen würden. Und da haben wir nicht genügend Instrumente und Möglichkeiten geschaffen. Auch mit Blick darauf, dass der Arbeitskräftebedarf nicht nur in Österreich, sondern in ganz Westeuropa rapide steigt. Das ist für mich die eigentliche Baustelle, die wir sehen. Und natürlich am Horizont zeichnet sich auch ab, wie werden wir mit russischen Deserteuren umgehen. Also das ist dann tatsächlich ein Thema für Flucht und Asyl. Beziehungsweise, und da bin ich jetzt in der ferneren Zukunft, wobei vielleicht nicht ganz so ferne, wie geht man auch mit klimabedingter Flucht um? Und welche Antworten gibt es darauf Ihrerseits? Ja, ich befürchte, dass wir da noch zu viele Antworten schuldig geblieben sind. Aus meiner Sicht benötigt es eine Diversifizierung des Systems. Wir brauchen mehr und unterschiedliche Kategorien der legalen Einreise, die auch miteinander kommunizieren, die auch durchlässig sind. In Deutschland zum Beispiel hat man einen Spurwechsel zwischen der Asylschiene einerseits und der Arbeitsmigrationsschiene andererseits geschaffen, wenn es einen Arbeitskräftebedarf gibt. Ich glaube, das sind innovative neue Antworten. Und wir dürfen nicht so tun, als hätte Asyl rein gar nichts mit Arbeitsmigration zu tun. Das wissen wir einfach, dass in der Realität diese Flucht- und Migrationsgründe heutzutage übergehen. Und da braucht es ein System, das dem auch gerecht wird und das auch realistischerweise Wanderbewegungen, so wie sie stattfinden, abbilden kann. Frau Kohlenberger, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war's für heute von uns. Wenn ihr mehr aktuelle News und Hintergrundberichte lesen wollt, schaut auf kurier.at oder in den morgigen Kurier. Dieser Podcast wurde produziert von Eliasat Mesnik. Für Ton und Schnitt ist Dominik Kanzian verantwortlich. Mein Name ist Jana Dauer. Danke fürs Reinhören und einen schönen Abend. Bleibt interessiert.